Bevor das Hörspiel losgeht, hier noch ein Hinweis. Hierbei handelt es sich um eine Dark-Age-Produktion. Die Dark-Age-Reihe spielt 3000 Jahre nach der Schlacht um Yavin und enthält viele gewalttätige Szenen. Für alle, die diese Art von brutalen Content meinen wollen, bitte beachtet stets das Dark-Age-Symbol im Cover. Und nun viel Vergnügen. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen einem Massenmörder und einem Kriegshelden ist? An sich nur die Perspektive. Und ich frage mich, als was man mich sehen wird. Sobald ich alles getan habe, was getan werden muss. Doch das Stück ist komponiert. Die Gäste sind geladen. Das Orchester instruiert. Und der Vorhang hat begonnen, sich zu öffnen. Und mit jedem weiteren Ton, mit jeder Strophe, näherte sich mehr und mehr dem finalen Akt. Statusbericht! Deflektorschilde 3 und 4 stehen kurz davor zu kollabieren, Admiral. Und unser Hauptdeflektorschild ist nur noch bei 60%. Erste Höhenbrüche, Admiral. Die Befehle bleiben unverändert. Stellung halten, bis die Verstärkung unseres Großmorphs eintrifft. Seien Sie unbesorgt. Das ist alles Teil des Plans. Verstanden, Sir. Befehle unverändert. Wir feuern weiter auf die feindlichen Sternzerstörer und halten die Stellung, bis die Verstärkung eintrifft. Admiral Fandor hatte die Wahrheit auf einer tiefergreifenden Ebene lange verstanden. Niemand würde kommen und ihnen helfen. Gassong Tarkin hatte sie wie eine überflüssige Karte beim Passag abgeworfen. Zwei weitere feindliche Sternzerstörer, Admiral Fandor. Sämtliche Rettungskapseln starten. Ich möchte nicht, dass unsere Crew auf falsche Gedanken kommt und die Moral zusammenbricht, bevor unsere Verstärkung da ist. Was schauen Sie so, Commander? Das ist ein Befehl. Natürlich, Sir. Befehl wird ausgeführt. Das war bedauerlicherweise das Beste, was Admiral Fandor noch für seine Leute tun konnte, da er genau wusste, wie andere Großmorphs ihre Gefangenen behandeln. Multiple Höhenbrüche, Admiral! Möge unsere Trümmer auf ewig, so wie die Ruinen von Coruscant, an diese Schande erinnern! Und nicht ein einziger überlebte die Schlacht von Danios. Nur wenige Hyperraumsprünge entfernt, im Siebert-System, sammelte sich Gassong Tarkins Flotte. Captain, zwei weitere Verbände sind eingetroffen. Sollen wir Großmorph Gassong oder Admiral Martinez darüber in Kenntnis setzen? Nein. Der Großmorph und mein Vater befinden sich in einer wichtigen Holo-Besprechung zu unserer taktischen Lage. Großmorph Sinch der Fünfte. Ich verstehe durchaus Ihre Bedenken, aber ich bitte Sie um ein wenig Geduld. Geduld ist bedauerlicherweise etwas, was Sie bei Weitem überstrapaziert haben, Gassong Lucas Verrett Tarkin. Ich habe mir von dieser Allianz bei Weitem mehr versprochen, um ehrlich zu sein. Ich finde, Sie sollten lernen zu schätzen, was wir gemeinsam erreicht haben. Die Gebiete von Antonov und Alexei sind nahezu vollständig besetzt. Ich höre die Kurzsichtigkeit eines 15-Jährigen, wenn Sie sprechen. Die Gebiete besetzt zu haben bedeutet gar nichts. Seit Tagen greifen uns die anderen Moves an und treiben uns System für System davon. Nun ja, selbstverständlich werden wir einige Abstriche machen müssen bei der Verteidigung eines so gewaltigen Gebietes. Sie nennen es Abstriche. Sie opfern seit Tagen das Leben von wertvollen Rekruten, Männern, Offizieren und Schiffen.
Und das nur, weil sie zu feige sind, sich den Feind direkt zu stellen. Obwohl mehrere Dutzend Admiräle bei der Konferenz als Hologestalten anwesend waren, lauschten alle nur der Unterhaltung der beiden Morphs. Gassong war sich der Tatsache voll und ganz bewusst, dass diese anklagenden Worte mehr dazu gedacht waren, die Aufmerksamkeit der Admiräle zu bekommen und deren Anerkennung, als tatsächlich ein Problem zu lösen. Nun, Großmorph Sinch, die Streitkräfte der vereinten Großmorphs sind uns 12-1 überlegen. Was genau schlagen Sie denn vor? Nun, ganz einfach. Ich würde schnellstmöglich eine große Konfrontation suchen. Die anderen Morphs werden diese genauso vermeiden wollen wie wir. Da es extreme Verluste nach sich zieht und niemand sagen kann, welcher Feind noch in das Reich der neuen Morphs einfallen könnte. Nun, wo die Jedi, sagen wir es mal so, verrückt geworden sind und denken, die Galaxis von allen möglichen anderen Reichen befreien zu müssen. Nun, zum einen sind wir nicht mehr das Reich der neuen Morphs. Dazu sind wir bereits 3 zu wenig. Und zum anderen irren sie sich. Die anderen Morphs sind so von sich überzeugt und ihrer Überlegenheit, dass sie nicht zögern werden, gegen uns in die Schlacht zu ziehen. Und unter normalen Bedingungen würden sie uns auch vernichten. Die Blicke, die die verschiedenen Admiräle schweigend austauschten, machte deutlich, dass jeder erkannte, dass dies ein Spielchen um Dominanz war. Doch in einem Punkt hatte Sinch recht, dass Gassong so viele Flottenverbände opferte, um sich der Hauptstreitmacht des Feindes nicht zu stellen, machte ihn unbeliebt. Nun, wenn wir ihre Strategie weiterverwenden, wird der Feind uns vor sich hertreiben, bis wir uns bei der Alderaan-Passage in der Falle befinden. Die Alderaan-Passage, benannt nach einem toten Sternsystem, war eine von 7 extrem wichtigen, strategischen, künstlich erzeugten Hyperraumrouten, die geschaffen wurden, um die neuen Regionen, die schwer zu bereisen sind, mit den sogenannten alten Regionen zu verbinden. Mittels Schwerkraftgeneratoren wurden die Anomalien, schwarzen Löcher und ähnliches so gedehnt, dass eine sichere Passage möglich war. Nun teilte es in der Mitte das Reich der neuen Morphs. Und sie standen auf der einen Seite einer 7-mal größeren Streitmacht gegenüber und auf der anderen einer 3-mal so großen. Wir sollten uns den Feind in einer offenen Schlacht stellen, denn wenn wir ihre Taktik weiterfahren und sie ständig Flotten opfern als Ablenkungsmanöver, werden wir bald keine Streitkräfte mehr haben, die wir den Feind gegenüberstellen können. Nun gut, anscheinend wird Ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Der Feind wird in wenigen Stunden hier eintreffen. Unsere Spione haben uns darüber informiert. Ausgezeichnet. Natürlich könnten die Bedingungen besser sein, aber da wir uns in der verteidigenden Position befinden, werden Ihre Verluste extrem sein. Was uns eine Basis für Verhandlungen eröffnet. Verehrte Admiräle, bringen Sie Ihre Verbände in Position. In wenigen Stunden beginnt die Schlacht. Nur mit einem leichten Nicken, ohne ein einziges Wort, verabschiedeten sich die versammelten Admiräle. Und erst als auch der letzte verschwunden war, meldete sich Admiral Martinez, der direkt neben Gassong stand, zu Wort. Mein Großmorph, ich möchte nicht anmaßend erscheinen, aber ihr habt Morph Sinch zu sehr nachgegeben. Er wird dies ausnutzen, um euch politisch schlecht dastehen zu lassen,
vor euren eigenen Verbünden. Selbstverständlich tut er das. Ich wäre überrascht, wenn er es nicht täte. Aber das spielt vorerst keine Rolle. Ich möchte mich zunächst bei Ihnen entschuldigen, Admiral Martinez. Ich weiß, dass Ihr ältester Sohn bei einer der Staffeln war, die, nun ja, meinetwegen in den Tod geschickt wurde. Admiral Martinez konnte sich nie wirklich entscheiden, ob das, was er in Gassons Augen sah, Weisheit ist oder Wahnsinn. Vielleicht beides, dachte er. Nur mein Großmuff, es herrscht Krieg. Und meine Familie ist es seit jeher gewöhnt, Opfer zu bringen. Ich gestehe zwar, dass mein jüngerer Sohn, Captain Edward Martinez, ein wenig mit ihrer Entscheidung hadert. Aber er wird die Weisheit hinter ihren Taten sicherlich mit der Zeit verstehen, mein Großmuff. Loyalität bis zum Tod. Mit dieser typischen Floskel, die alle Untergebenen ihren Großmuffs entgegenbrachten, beendete Admiral Martinez das Gespräch. Doch Gasson sah ihn fragend hinterher und dachte sich dabei, Loyalität für wen und bis zu wessen Tod? Admiral Martinez, gut, dass Sie da sind. Die Verbände 6 und 7 sind bereits in Position. Und Admiral Rasmussen fragt, ob wir ihn mit 7 Geschwadern TIE-Jäger als Deckung unterstützen können. Richten Sie Admiral Rasmus aus, dass er seine TIE-Jäger bekommt. Und ausgezeichnete Arbeit, Captain Martinez. Ist sonst noch etwas? Ich bitte um Erlaubnis, privat sprechen zu dürfen, Admiral. Privatsphäre-Schirm hochfahren. Du kannst frei sprechen, Edward. Der Privatsphäre-Schild, der sie wie eine Kuppel umgab, war dazu gedacht, sämtliche Arten von Abhörgeräte zu blockieren. Und auch jene, die mithören wollten, waren dazu nicht in der Lage, da der Schall die Kuppel weder verließ noch durchdrang. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich dieses Gespräch beginnen soll, Vater. Du willst über deinen Bruder sprechen. Er hat sich tapfer verhalten und seine Pflicht erfüllt. Er hat genau das getan, was jeder Soldat getan hätte. Wir können wohl kaum von unseren Untergebenen verlangen zu geben, was wir nicht geben würden. Er starb für die Pläne eines 15-jährigen Jungen, der zwar unser Großmoff nach dem Gesetz ist, aber nichts weiter als ein Kind. Er hat nicht den typischen Militärdienst absolviert. Und er versteht nicht, wie es ist, seine Kameraden an der Front zu beschützen. Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Außerdem vergisst du, dass er ein Tarkin ist. Er wird wie alle in seiner Linie die systematische Ausrottung von Machtsensitiven weiter fortführen, da sie ja für alles Unglück in unserem Reich verantwortlich sind. Du vergisst wohl, was für eine Gefahr das für Mutter ist. Ich nehme an, ihr wurdet von Sinch kontaktiert. Und die gesamte Widerstandszelle ist der Auffassung, dass ein erfahrener Großmoff uns bessere Konditionen aushandeln könnte. Für Frieden. Habe ich recht? Immerhin wurde diese Widerstandszelle von dir mitbegründet. Überrascht es dich so sehr, dass nachdem du ja schon geplant hast, seinen Vater mitzuermorden, dass wir nun dasselbe mit seinem Sohn wollen? Ist es denn so eine andere Sache? Wut und Verzweiflung höre ich aus dir raus. Wegen dem Tod deines Bruders. Dieser Junge ist anders als die Großmoffs. Bei Sinch wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Richtig. Bei Sinch wären wir wieder bei einem Problem, das wir kennen. Dieser Junge ist anders. Und genau das ist das Schwierige. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir etwas ändern wollen. Noch haben wir die Möglichkeit dazu. Nein. Der alte Plan, den Jungen zu kontrollieren und zu manipulieren, mag nicht funktionieren. Aber er könnte unsere Lösung auf so viele Probleme sein. In nur wenigen Tagen gelang es ihm, 3 der mächtigsten Großmoffs auf einen Schlag zu vernichten. Und was meinst du, wie lange er für unseren Widerstand bräuchte? Wir werden handeln. Mit oder ohne dich.
Ihr wollet an Maldangus und seinen Death Troopern keine 3 Meter vorbeikommen, bevor ihr alle niedergestreckt werdet. Und sein persönlicher Schild würde ihn schützen. Nein, ihr seid ohne jede Chance. Ich entbinde dich von deinem Dienst und entziehe dir die Sicherheitsfreigabe. Ich begründe es mit persönlicher Befangenheit aufgrund des Todes deines Bruders. Auch das wird mich nicht davon abhalten, Vater. Ich habe keine Wahl. Und wenn du genau nachdenkst, wirst du feststellen, dass du die auch nicht hast. Privatsphäre-Schirm deaktivieren. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Bis auf Weiteres wird Captain Edward Martinez von seinen Diensten entbunden. Aufgrund persönlicher Befangenheit. Die taktischen Schiffsbefehle werden von mir übernommen. Und alle administrativen Pflichten, derer ich nicht nachkommen kann, wird Commander Sukhov bis auf Weiteres ausführen. Haben Sie mich verstanden, meine Herren? Admiral, feindliche Sternzerstörer sind in das System eingedrungen. Verdammt, das ist deutlich schneller, als wir angenommen hatten. Alle auf Kampfstation und lassen Sie Captain Martinez auf sein Quartier bringen. In diesem Moment betrat Gasson Lucas Ferrell Tarkin die Brücke. Und Edward dachte darüber nach, seinen Blaster zu ziehen. Admiral, die feindlichen Schiffe eröffnen das Feuer! Ende des 6. Kapitels.